Die Vorzeichen vor dem Ostderby gegen den halleschen FC könnten für Energie Cottbus kaum besser sein. Trainer Wassily Mirjuza kann auf fast den kompletten Kader zurückgreifen. Außerdem ist der FCE seit 9 Spielen ungeschlagen. Die letzten 2 Spiele wurden gewonnen. Trotzdem appelliert der Trainer an seine Spieler, die Dinge jetzt nicht schleifen zu lassen. Wir dürfen nicht locker sein oder zufrieden, das geht nicht. Ja. Wir müssen weiter im Training unsere Arbeit machen, ja, harte Arbeit. Natürlich, wenn ich sehe, keiner ist ein bisschen locker, ich rede dann sofort mit ihm. Ja. Und ja, wir müssen mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Natürlich, wir sind ungeschlagen, ja. Jetzt kommt das 10. Spiel, wir wollen die letzten 2 Spiele, ja, sage ich immer 4 Punkte, ja. Natürlich wollen 6, aber mit 4, denke ich, können wir auch zufrieden sein. Ja? Das ausgeschriebene Ziel aus den letzten 4 Spielen vor Weihnachten waren 7 Punkte. Davon sind nach 2 Siegen bereits 6 Punkte erreicht. Das Team ist in dieser Hinsicht also auf einem guten Weg. Und auch in der Tabelle hat sich das Team in letzter Zeit etwas Abstand zum Tabellenkeller verschafft. Allerdings mit nur 5 Punkten Abstand zum ersten Abstiegsplatz. Also noch kein Grund, jetzt euphorisch zu werden. Wir haben 23 Punkte, wir haben nicht erreicht. Ja? Okay, wir haben ein bisschen Luft jetzt, aber trotzdem, wir sind 5 Punkte von der Abstiegszone. Ja? Gewinnst du zweimal, ich habe auch letzte Woche gesagt, bist du 6., 7., verlierst du Gott will zweimal, bist du 18. oder 19. Tabelle, wir wissen alle das, ja. Die Statistik der letzten 3 Aufeinandertreffen tendiert mit 2 Siegen leicht zu Halle. Das Hinspiel dieser Saison in Cottbus gewann allerdings der FCE. Am Sonntag will Energie das 10. Spiel in Folge ohne Niederlage vollmachen. Doch irgendwann reißt er bekanntlich jede Strähne.